ich habe mich voll aufgeregt. Ich habe schon mit dem Herbert telefoniert, weil ich habe Betreuungsgeld beantragt, weil die Kleine ist ja noch nicht in der Kita. Ja, und ich denke mal, das ist eine Ablehnung. Wirklich verstehen tue ich das nicht. Weil hier steht ja auch, ich könnte da Widerspruch gegen erheben innerhalb einem Monat. Dann denke ich mal, dass das, denke ich mal, abgelehnt worden ist. Keine Ahnung. Muss der Herbert gleich mal reingucken. Meine Schwester hat halt gesagt, ich soll das mal beantragen, weil ich wusste gar nicht, dass das gibt. Ja, und die hat meinte so, ja, ich krieg das auch, dann wirst du das bestimmt auch kriegen. Herbert hat zwar Arbeit gefunden, das entlastet die Familie, trotzdem will Nina das Betreuungsgeld beantragen, denn sie kann jeden Cent gebrauchen. Klar ist das schön, wenn wir das Geld bekommen würden, weil hey, wenn man vom Arbeitslosengeld 2 nur lebt, da kriegt man ja auch nicht viel Geld. Deswegen wäre das schon schön, wenn es klappen würde. Ja, jetzt gucken wir mal, dass die im integrativen Kindergarten kommt. Und das ist aber nicht unter 3 Jahre. Um das Problem zu lösen, muss Nina auf Herbert warten. Sie hofft darauf, dass er sich auskennt. Ja, hier ist der Brief. Ich weiß es jetzt nicht. Ja. Wie hast du überhaupt Betreuungsgeld beantragt? Ja klar, sonst meinst du, sonst würde ich den Schreiben kriegen? Klar, ja. Vor ein paar Monaten habe ich das beantragt. Ja, dann läuft hier aber was falsch, weil das steht jetzt so laut über das, was hier drin steht. Ja. Also mit anderen Worten, wenn du nicht auf die aufpasst, kriegst du Geld. Wenn du auf die selber aufpasst, kriegst du kein Geld. Ja, so habe ich dann auch verstanden. Ja, ja, so ist das ja auch. Und da, gegen diesen Brief kann man innerhalb eines Monats halb... Ja, das ist gesetzlich geregelt, ja. Kann man immer. Auch wenn nur eine Woche draufsteht oder so, man hat immer eine gesetzliche Regelung, die dauert immer 4 Wochen mit Eingang. Ich rufe da mal morgen an. Das Betreuungsgeld wäre sehr wichtig, denn Töchterchen Jill braucht die Förderung eines integrativen Kindergartens. Derweil wird am Hotspot der Siedlung Bierbilanz gezogen. Und die fällt ganz ordentlich aus. Es war eine gute Woche. Achim, der Vater von Jules, kümmert sich ums Finanzielle. Wir werden jetzt mal etwas Geld zur Bank bringen und dann müssen wir Bier holen. Bitte nur einen Löffel zeigen, sonst denkt man auch, was ist denn mit dem los? Zucker trinke ich immer mit Kaffee. Die Anwesenheit von Vater Achim hat einen weiteren Vorteil. Er ist der Einzige mit Führerschein. Den hat Jules nämlich nie gemacht. Auch weil der väterliche Fahrdienst sehr verlässlich ist. Zum Beispiel bei der wöchentlichen Einkaufstour. Rechts frei, links blink. Morgen. Ach, guck mal, da gibt's auch Krombacher für 10,79. Ah, hier ist das gute Zeug. Wie lange ist das denn haltbar? Das will ich auch mal wissen. Bis April 2016. Wenn ich bis dahin 20 Kästen nicht verkauft habe, dann sollte ich die Trinkhalle nicht weiternehmen. Einkaufsstimmung auch bei Frank. Es ist Monatsanfang. Das Hartz-IV-Geld ist da. Und mein Tageswerk beginnt. Ja, jetzt muss ich los zur Bushaltestelle. Gegen Ende eines jeden Monats wird das Geld meist knapp. Größere Besorgungen werden dann so lange aufgeschoben, bis die Sozialhilfe überwiesen ist. Zusammen. Auch Marina kennt diese Situation. So. 1,50 €. Der Einkauf, den ich heute mache, der ist für einen ganzen Monat. Ich muss holen Getränke, Eier, Brot, Wurst, also Käse, Joghurt. Aber das sehe ich erst, wenn ich da bin. Dann fällt mir nämlich ein, was ich alles noch brauche. Maggi ist das Haupt und Senf. Marina muss ihr Konto jeden Monat bis auf den letzten Cent ausschöpfen.
Verspätet sich die Sozialhilfe, hat sie ein Problem. Ich bin mal gespannt, ob mein Geld gleich schon da ist. Die müssen mir das heute auszahlen. Wenn nicht, mache ich Palaver. Weil wir haben heute Ende des Monats, nicht morgen. Morgen ist schon der erste. Müssen die mir eigentlich für einen Tag dann mehr bezahlen. Ja, das ist wichtig, dass das pünktlich da ist, weil ich ja nur halt die 70 Euro habe im Monat, ne? Ich muss mir ja noch von dem Geld, was überwiesen wird, muss ich ja noch das Ticket bezahlen, die Telekom bezahlen. Insgesamt tun die mir 200 und überweisen. Und dann bleiben mir eigentlich zum Leben immer nur 70 Euro. Das Leben nah am finanziellen Nullpunkt ist für Marina nach 4 Jahren Hartz IV mittlerweile Routine geworden. Frank hingegen genießt das ungewohnte Flüssigsein am Monatsanfang. Ich möchte nach Lotto Körner gehen, das ist auch unsere Postbank. Und da muss ich dann Überweisungen tätigen und ich gehe mir mein wöchentliches Heftchen abholen. Das ist ein Hobby von mir und die kennen mich auch schon ziemlich gut. Hi. Hallo, ja, mein Körner holen, ja, wie immer. So, 2,10 Euro. Soll ich ein bisschen eindrehen? Nee, so. Das geht schon so. Bitte schön. Ja, dann muss ich gleich eben noch kurz zum Postschalter hingehen und dann habe ich meinen Tagesdienst getan. Ja, alles klar. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, bis dann mal. Seit 2008 besitzt Frank wieder ein Bankkonto. Davor war das nicht möglich, da war er obdachlos. Schönen Tag noch, ne? Wir sehen uns. Frank weiß, dass sich der Traum vom großen Geld für ihn in diesem Leben wohl nicht mehr erfüllt. Ich habe früher schon mal ein paar Mal gespielt, aber am Ende ist der, der solche Sachen einführt, fährt mit Mercedes und wir fahren mit dem Fahrrad. Das wird schon einen Grund haben. Ich weiß, wo das Geld bleibt. Nämlich nicht bei mir im Portemonnaie. Gewinner sind immer nur die anderen, die sich solche Sachen überlegen oder Vater Staat, die Steuern. Und der Verlierer ist immer der kleine Mann. Und ich bin nun mal ein kleiner Mann. Also ich kenne eigentlich keine Spieler. Und die von meiner Familie sind schwer katholisch erzogen worden. Da gibt es kein Trinken, kein Rauchen, kein Spielen. Ja. Aber man kann sich auch selber was schenken. Ne? Wäre doch mal schön, so am Mittelmeer rumzulümmeln. Vor allen Dingen jetzt in der Winterzeit. Da träumt doch jeder irgendwie von. Du musst jetzt theoretisch kannst du aufhören, Vater, ne? Vater Achim und Mutter Gabi helfen ihrem Sohn regelmäßig im Kiosk aus. Das war es mal wieder. Tu mal schon mal Schlüssel, Mutter. Bei Familie Spieß wird gegenseitige Unterstützung großgeschrieben. Trotzdem wird es Zeit, dass Jules endlich handelt und seinen Führerschein macht. Das wäre ein wichtiger Schritt zur Selbstständigkeit des Kioskbetreibers. Wir brauchten heute mal wieder Bier aus dem Angebot. Die Gabi hat dann natürlich immer eine kleine Stunde länger zu machen noch, als sie sowieso schon von ihrer Zeit her gibt. Macht sie natürlich gerne für ihren Sohn. Ich mache es auch gerne für meinen Sohn. Und von daher ist es eigentlich kein Problem. Umso mehr Arbeit allerdings, umso mehr. Umso schöner ist es ja fürs Kind. Soll ja immer voll sein hier. Und umso mehr Ware du anbietest, umso mehr kannst du auch verkaufen. Ja. Die Koteletts von gestern sind alle weg. Also, Koteletts her. Werte wie Loyalität und Zusammenhalt werden von vielen Siedlern hochgehalten. Sei es in der Familie oder in der Nachbarschaft. Manche von ihnen müssen jedoch alleine kämpfen, so wie Marina. Ja, mein Geld war jetzt da und jetzt gehen wir Monatseinkauf machen. Nein, weil ist nicht mehr viel in den Schränken drin. Sind das Leggings? Ach, da geht ja einfach flitzen.
Bei Penny kann ich maximal 60 Euro ausgeben. Schulz hat sich entschieden. Er will endlich den Führerschein machen. Jetzt geht's zur Fahrschule. Anmelden. Ich habe mich für einen Intensivkurs entschieden, aufgrund, weil das in 2 Wochen fertig ist. Und ja, sonst hätte ich überhaupt gar nicht die Zeit, das zu schaffen. Finanziell ist der Schein kein Problem für Jules. Der Kiosk wirft genug ab. Sie wollten einen Führerschein machen? Ja, genau. Genau. Okay. Am besten in so einem Schnellkurs. Ja. Also jetzt habe ich den Perso dabei und... Kein Problem. Ja. Ja, die Anmeldung können wir direkt aufnehmen. Ja. Also Sie müssen aber bitte zum Optiker kurz hingehen und dann einen Sehtest machen. Ah, okay. Ja, und alles andere, weitere machen wir das von hier aus. Alles klar. Sollen wir das machen? Ja. Die Anmeldung? Jules will selbstständiger werden und seine Eltern entlasten. Ich werde die Aufgabe übernehmen mit Ihnen. Ja. Ich werde Sie persönlich ausbilden. Okay. Ja, was wird das Ganze insgesamt kosten? Hängt natürlich von Ihren Leistungen ab. Ja, also wie talentiert Sie sind, wie die an die Sache reingehen. Ich denke mal, es wird nicht der günstigste Kurs bei mir, weil ich nicht so der erfahrenste Fahrer bin. Aber ich bin ja deswegen hier. Ja. Bis zum heutigen Tag wurde ich relativ gut rumkuschiert, bis ich gemerkt habe, jetzt muss ich auch selber mal ran. Machen Sie sich keine Sorgen, das machen wir schon. Ich denke mal, da gibt es einige, die noch nie vorher gefahren sind. Ja, müssen Sie auch nicht. Ja. Als gebürtiger Eisenbahnsiedler weiß Jules, dass sich viele Anwohner den Führerschein nicht mal eben so leisten können. Dann bedanke ich mich. Danke auch. Wir sehen uns. Schaffen, ne? Ja. Danke, danke. Alles klar. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Netter Geselle. Da der Chef der ganzen Sache ist und mich als expliziten Schüler nimmt, da kann ich ja nur sagen, da kann ich ja hier gar nicht verkacken, denke ich mal, so nach dem Motto. Quasi noch mal eine kleine harte Zeit, um danach dann eine viel bessere Entlastung für meine Eltern, sprich hauptsächlich meinen Vater, den Hauptfahrer, zu finden. Dann kann ich noch mal Weihnachten die letzten Partys ohne Fahrer durchziehen. Und danach fahre ich dann auch mal zum Metro. Oder auch öfter. Ja, alles klar dann, ne?